Viktor Filzwieser ist der Herr der Steine im Ibstal. Seit über 10 Jahren sammelt er die schönen Findlinge in der Ibs und hat nun seine profunden Kenntnisse in einem Buch veröffentlicht, das ungewöhnliche Überraschungen birgt. Ja, Steine suche ich eigentlich seit ich ein kleiner Bub bin, die haben mich immer fasziniert. Hab dann halt Steine bis aus der ganzen Welt gesammelt, teilweise gekauft in China und weiß ich wo. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, in der Ibs, die Steine, die sind nicht nur grau, die sind wunderbar gezeichnet, bunt. Und vor 10 Jahren war es also der Fall, dass ich ein Geburtstagsgeschenk für eine gute Bekannte gebracht habe. Und da habe ich einen so einen bunten Stein aus der Ibs entnommen, habe den mühsam händisch geschliffen. Und siehe da, das war der erste bunte, geschliffene Ibsstein. Und da habe ich mir gesagt, das ist ab diesem Tag mein Thema. Und das will ich weitertragen und da will ich weiter Menschen begeistern in unserem Tal und den Leuten sagen, was da Schönes zum Sehen gibt. Auch Stadtdichter Fred Achleta, mittlerweile ebenfalls begeisterter Steinesammler, hat sich in die wunderbaren Kalkgebilde vertieft. Im Ibsfluss kannst du mich entdecken, nur einfach findest du mich nicht. Ich liege oft im tiefen Wasser und glitzer nicht im Sonnenlicht. Ich warte hier auf meinen Finder. Im Ibsbett drinnen ist es kalt. Meine Schale ist aus Kalkgestein, der Inhalt 1000 Jahre alt. In mir da schlummern Kostbarkeiten, Korallen, Muscheln und Getier. Am schönsten aber sind die Stecken, der Sammler edelste Gebier. Steine sammeln, kann das auch zur Sucht werden? Ja, eine Sucht ist es absolut. Der Mensch ist ein Sammler und ein Jäger seit Urzeiten. Und ich muss sagen, zumindest mir geht es so und viele meiner Freunde bestätigen das. Man geht im kalten Wasser der Ibs, fokussiert die Steine, wo ist ein schöner. Man klingt alle Gedanken unserer hektischen Zeit aus, kommt zur Ruhe und geht eigentlich nur mehr diesem Ursammeltrieb nach und sammelt die Steine. Filzwieser belässt es aber nicht nur beim Suchen und Schleifen der Steine. Seine Motive finden sich bereits auf modischer Kleidung, aber auch auf so manchem Schwanenhals einer schönen Frau.